Liegt hier noch mehr Schmodder oder so rum? Nee, ich glaube, ich habe dann alles aufgesammelt. Dann gucken wir uns das hier hinten nochmal an. Das ist also das Labor von eben jenem netten, freundlichen Elfenmagier. Und natürlich hat er eine Truhe voll Schnaps da rumstehen. Der weiß halt auch, wie man lebt. Na schön. Sehen wir uns die Nachricht an. Gute Idee. Was haben wir denn da? Was sagt der Anrufbeantworter? Sirael, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem und hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuche den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Und wo war das? Wo wir zuletzt zusammen waren. Das gibt nicht viel her. Leider nicht. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie hier wohl alles dem Erdboden gleich gemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Die mussten sich halt zusammenreißen. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Buckelsumpf. Sag ich doch. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Du kennst diese Hexen. Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herren des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Aha. Was hältst du davon? Klingt nach Bullshit. Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber... In den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Vielleicht, weil du jetzt innerlich tot bist. Kann doch sein. Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ja, bedräng sie! Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Ah, guter Punkt. Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Jetzt? Nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe. Ha, ich fasse es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Sehr schlecht. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Woher das wohl kommen mag? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, erzähl du es mir. Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf. Und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Der süße Pfad? Ach, richtig. In Kaer Morhen haben sie euch ja keine gute Nachtgeschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Mit das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Cirilla wiederfindest. Neuer Gegenstand. Herrinnen des Waldes. Suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Ich bestehe zum größten Teil Ausgang. Zuerst möchte ich hier gerne alles looten, was Warum hier rumliegt. Warum sind wir überhaupt hergekommen? Guck mal, das da zum Beispiel. Und was liegt hier rum? Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Sieh mal einer an. Was haben wir noch? Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Ach so, ich muss das Buch Herrinnen des Waldes eigentlich mal lesen, weil ich weiß, dass ich es sonst vergesse. Wo ist denn das? Herrinnen des... Ist das hier? Ist das... Da, Herrinnen des Waldes. Sehr gut. Die Götter haben uns verlassen. Die Mächtigen dieser Erde kümmert unser Schicksal nicht. Nur die Herrinnen des Waldes wachen über Velen.
In schlimmen Stunden, wenn Krankheit und Hunger uns plagen, müssen wir die Herrinnen um Hilfe anflehen. Wenn sie es für angemessen halten, erhören sie uns und mildern die Schläge des Schicksals. Wenn sie nett wären, würden sie einfach so die Schläge des Schicksals mindern, ohne dass ihr sie anflehen müsstet, aber egal. So erfleht man die Hilfe der Herrinnen. Finde ein Kind, jung und unschuldig, das fängt nicht gut an, und bringe es in den Buckelsumpf. Suche das Heiligtum der Herrinnen, dort beginnt der süße Pfad. Schicke das Kind auf diesen Pfad, auf dass es dem Naschwerk folge und zu den guten Herrinnen finde. Dem Kinde wird es nie wieder an irgendwas mangeln, denn die Herrinnen sind freundlich und freigebig. Sprich dein Anliegen vor ihrem Schreiner aus. Die guten Herrinnen werden dich hören, wie sie alles hören und sehen, was in ihrem Reich geschieht. Wenn du das Opfer erbringst, wie es verlangt wird, so wird deine Bitte erhört. Ich lese das also richtig. Die müssen ihre Kinder dahin bringen und dann gehören die Kinder den Herrinnen des Waldes. Und die machen damit, was sie wollen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, essen. Oder sie essen. Keine Ahnung. Es liegt darum, das ältere Blut. Die ältere Wut. Das. Das könnte relevant sein. Was genau ist das ältere Blut? Einige behaupten, es sei ein mächtiger Fluch, der von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Diejenigen, in deren Adern das Hin-Ich-Ich-Her fließt, sollen der Sage nach Tod und Zerstörung in sich tragen und Hass und Verachtung in den Herzen der Menschen sehen. Geil, das will ich haben. Laut einer Prophezeiung der Itlinne wird aus diesem verunreinigten Blut ein Rächer geboren, ein Vernichter der Völker und Welten. Könnte ich sein, ich vernichte gerne. Andere wiederum behaupten, das ältere Blut sei ein extrem seltenes, ererbtes Talent, das die Kontrolle über Zeit und Raum in einem Maß erlaubt, das selbst für elfische Wissende unerreichbar ist. Doch leider konnten nur die wenigsten, die dieses Geschenk in sich trugen, die vollständige Kontrolle darüber erlangen. Die unvollständige Beherrschung führt unausweichlich zu plötzlichen Ausbrüchen der Kraft in Form von unvorhersehbaren, unkontrollierbaren und deshalb sehr gefährlichen Explosionen. Hinter den dunklen Sagen über den Fluch des älteren Bluts liegt die Wahrheit dieser tragischen Fälle verborgen. Aus offensichtlichen Gründen waren die Träger des älteren Blutes sowohl für die Mächtigen als auch für die Magier schon immer von großem Interesse. Erstere zählten auf die Wahrung der Prophezeiung der Itlinne, auf einen Rächer, der geboren wird, um die Welten zu zerstören und den sie für ihre Zwecke nutzen konnten. Und letztere hofften, die Magie des Hen-Ich-Her nutzen zu können, um ihr Wissen und ihre Macht zu vergrößern. Am Ende waren alle Pläne vergebens. Die Linie des älteren Blutes war mit dem Verschwinden der Erbin der Krone Nilfgaards, Cyrilla, Fiona, Ellen, Rhiannon, unterbrochen. Aber genau die suchen wir ja jetzt und dann benutzen wir sie als Waffe, um die ganze Welt zu zerstören. Finde ich klasse. Gute Idee. Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Lecker. Da haben wir noch eine Truhe. Die Bärenlegende. Jetzt wird's interessant. Das will ich jetzt auch lesen. Die Bücher, die hier rumliegen, sind wichtig. Was wissen wir denn so über Bären? Oh, Bestiaumseinträge zugefügt. Die Berserker stellen hinsichtlich Blut und Abstammung keinen eigenen Clan dar. Sie sind vielmehr eine Familie aus Kriegern, die den Ruf des Bären vernommen haben. Oh ja, ich habe auch den Ruf des Bären vernommen, natürlich. Und ihm antworten, indem sie ihre Lieben verlassen und der Bruderschaft in den Bergen beitreten. Das ist echt eine gute... Das ist besser als Zigaretten holen, weißt du? Sagen, oh, ich gehe mal Zigaretten holen und nie wiederkommen. Anstattdessen sagst du, ich habe den Ruf des Bären vernommen und gehe in die Berge. Und zack, weg bist du. Perfekt. Nicht jeder wird in diese Gemeinschaft aufgenommen. Die Anwärter müssen zunächst schwierige Prüfungen bestehen, die nicht selten mit ihrem Tod enden. Die letzte Prüfung ist die schwerste. Sie wird die Prüfung des Bärentriumphs genannt. Doch kaum jemand außerhalb der Bruderschaft ist je ihr Zeuge geworden und niemand weiß, was den erwartet, der sich ihr unterzieht. Eigenartigerweise wissen auch die Skellinger selbst kaum etwas über die Berserker, die von ihnen Wildkarle genannt werden. Sie sprechen nicht gerne über diese Menschenbären, weder untereinander noch mit Fremden. Man soll ja auch nicht mit Fremden reden. Angewandte Magie, eine Einführung. Jetzt, also, irgendwie bin ich gerade in Leselaune, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich dumm bin und hässlich. Angewandte Magie, eine Einführung. Magie ist die Wissenschaft von der Nutzbarmachung, der Kontrolle und dem praktischen Einsatz der Kraft der Elemente. Sie ist außerdem eine Inkarnation des Chaos, weswegen man sich ohne entsprechende Ausbildung niemals in einer ihrer Domänen betätigen sollte.
Professionelle Magier machen die Magie zur Kunst, doch die Straße zur Virtuosität führt durch Jahre der Praxis, des Studiums und der harten Arbeit. Zudem ist eine beträchtliche Menge angeborenen Talents erforderlich. Die Magie gelangte durch die Sphärenkonjunktion in unsere Welt und wurde kurz darauf als lebendiges, veränderliches, unkontrollierbares Wesen erkannt. Der Name des ersten Magiers, der dieses Talent in sich selbst entdeckte und Gebrauch davon machte, ist vergessen. Oh, ich hatte mich so auf den Namen gefreut, während ich den Satz las, und dann ist er vergessen. Wir wissen jedoch, dass sich nach der Entdeckung der Magie innerhalb relativ kurzer Zeit talentierte Individuen in Gruppen zusammenfanden, um ihre Fähigkeiten fortzuentwickeln. Dieser Zeitraum wird gemeinhin als der Anfang von Magie als Wissenschaft betrachtet, die Gruppen als Urformen der Magie, ich wollte Magierschulen sagen, aber es heißt Magieschulen. Die grundlegenden Ebenen, von denen magische Kräfte bezogen werden kann, sind Erde, Wasser, Luft und Feuer. Kein Kohlenstoff, egal. Der vorliegende Band umfasst zu jeder Ebene ein eigenes Kapitel, geordnet nach Schwierigkeit und Gefährlichkeit des jeweiligen Elements. Cool, cool. Was haben wir hier noch? Da sind irgendwelche Zettel am Boden. Oh, Zettelchen. Diese Notizen muss er selbst verbrannt haben. Die Jagd hätte sich die Mühe nicht gemacht. Behauptest du? So wusste er, dass sie nach ihm suchen. Das finde ich ja gut. Da ist auch eine Truhe. Mit dem Meteoritenbarren, und hier liegt auch noch was rum. Nach der weißen Kälte. Gib her. Was steht da drin? Nach der weißen Kälte. Die Asche sinkt hinunter an traumverlorenen Hügeln. Vorbei an den funkelnden Wasser Tirnalias. Langsam, sanft, still. Ins Vergessen. Wissende Lippen schwärzen sich. Gefrorene Knochen erbeben. Ehe das eisgebannte Auge blinzelt, betrachte ich aus fernen Himmeln euren Niedergang. Das hat meine Mutter mir früher immer mit zur Schule mitgegeben. So in meine Lunchbox rein. Noch so ein Zettel, wo irgendein komischer Spruch drauf stand, wie der gerade. So, ich will hier unten... Ich hatte hier hinten noch diese Dings gesehen und fragte mich... Ja, man kann es aufbrechen. Bevor ich da oben weitersuche... Will ich das hier natürlich nutzen, weil hier bestimmt noch ein wundervoller Schatz lauert. Oder auch nicht. Was ist das für ein Symbol? Was willst du von mir? Es geht hier offensichtlich weiter, aber ich darf nicht. Da muss ich wohl doch oben weiter gucken. Eventuell liegt darin die Lösung. Und höp. So, denn hier leuchtet auch noch etwas rot an dieser Wand. Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Guck mal, wie das vibriert, was das Medaillon. Was ist mit dieser Wand? Die muss mal tapeziert werden, würde ich sagen. Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Und nichts mit gesagt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Was ist das? Ein Ding. Was ist das? Das Auge von Nehaleni. Ah, natürlich, löst Illusionen klar. Auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Danke. Wenn du in der Luft ein Flimmern bemerkst, geh darauf zu und drück in der Nähe E, um die Illusion aufzulösen. Hier zum Beispiel. Boah, endkrass, yo. Einfach, nicht? Ja, schon. Mal sehen, wohin der Durchgang führt. Nach da hinten. Moment. Kann ich das auch für da hinten benutzen? Das muss ich gerade mal ausprobieren. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Ich komme gleich auf dich zurück, Kyra. Ich will nur... vielleicht geht das ja hier auch. Eine Illusion. Ja, es funktioniert. Und was haben wir hier unten? Eine unendlich tiefe Höhle aus Wasser. Wie schön. Da, eine Truhe. Nicht nur eine. Geil. Gut, dass ich hier noch kurz hergeschwommen bin. Beeil dich. Du ersäufst sonst. Dann werden alle behaupten, es sei meine Schuld gewesen. Interessant. Sehr, ja. Natürlich. Was? Oh, ein Nebling. Schon wieder. Hier ist alles voll von diesen Neblingen. Kann das sein? Maugrim. Ein Schwert, das Maugrim heißt.
Das muss ich mir näher ansehen. Was haben wir denn da? Maugrim. Oh, macht sogar mehr Schaden. Quenzeichen, Irdenzeichen und Bonuserfahrung. Aber das andere macht Art und Axi und mehr kritischer Trefferbonus. Ich glaube, ich behalte das andere mal, weil die 8 Schaden machen jetzt nicht den riesigen Unterschied. Da sind die Boni, glaube ich, eher ausschlaggebend. Meiner Meinung nach. Aber cool, dass ich den Scheiß gefunden habe. Oh, und kann ich vielleicht noch was alchemisieren? Irgendwas? Nein, gar nichts. Na toll. Dann kehren wir mal zu Dings zurück. Ja, wie gut, dass ich nochmal umgedreht bin, wa? Ich gerissener Fuchs, ich. Und Kyra steht sich natürlich die Füße in den Bauch. Fragt sich, wo ich bin. Tja, wenn die wüsste, dann wüsste sie das wahrscheinlich. Aber nur, wenn sie das wüsste. Oh, ne? Vielleicht ist ja auch ein Quicksave angebracht. Spürst du das? Nein. Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Geil. Gut, verschwinden wir von hier. Das ist übrigens rechts. Also von Geralt aus gesehen. Da ist noch die magische Lampe. Die magische was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das, hilfst du mir? Ja, warum nicht? Klar, holen wir noch deine magische Lampe. Ich helfe. Wunderbar. Man gönnt sich dann ja sonst komm. Nichts. Magische Wampe. Die ist dann jetzt aber in die Richtung. Etwas. Genau. Finden Sieht ganz bestimmt die Düsternis. Verdammtes Rätsel. Oh, schön, verdammte Rätsel. Was haben wir denn hier? Hier, eine Inschrift. Zeig mal. Hm? Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Übersetze es einfach sinngemäß. Ja, das wird reichen. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Okay. Klingt tatsächlich wie ein Rätsel. Kannst du das gerade nochmal wiederholen, bitte? Wiederholst du das Rätsel nochmal? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Okay. Na gut. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Ja, mal sehen. Was haben wir denn hier? Ah, guck mal, hier sind irgendwie Statuen. Da ist ein Mann mit... Oder es ist eine Frau mit irgendwas in der Hand und einem Hund. Da haben wir eine Person mit irgendwas in der Hand. Und keinem Hund. Da haben wir eine Person mit nix in der Hand. Und da haben wir noch eine Person mit nix in der Hand und einem Hund. Der erste entfachte ein Feuer? Entfacht der ein Feuer? Keine Ahnung. Oh, anscheinend ja. Es leuchtet grün. Zweite spielte eine triste Klage. Spielst du eine triste Klage? Warte. Gerade ist was passiert. Anscheinend. Bewegung. Der dritte hatte ein treues Tier. Die haben beide ein treues Tier. War das das richtige treue Tier?
Boah, die Tür geht auf. Habe ich jetzt echt aus Zufall die richtige Reihenfolge gewählt? Das mit einem treuen Tier hätte ich leicht versauen können, weil da zwei mit treuen Tieren sind. Aber geil. Oh. Sieht aus wie ein Elfenheiligtum. Sieht voll danach aus. Was meinst du? Leider keine Inschrift. Es könnte deins sein, wenn du willst. Ich meine, keine Ahnung. Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Wer? Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Kriegenern von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Die Green Lantern. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? Du weißt also nicht, was man damit anfängt. Sehe ich das richtig?